ihr Lieben, ich habe heute ein kleines Tutorial für euch und ihr seht hier auch schon die Stifte liegen. Die brauchen wir nämlich dazu. Das sind einmal diese Kugelschreiber vom Teddy, die kosten 1 Euro, da sind 4 Stück drin. Und das sind die mit diesen komischen Pappzeugs hier außen drum. Also so gesehen eigentlich ziemlich hässlich, aber wir hübschen die heute so ein bisschen auf. Und dann habe ich jetzt hier noch so einen ollen ranzigen Bleistift, den wir natürlich auch noch verzieren werden. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Ich denke, jeder von euch kriegt das hin. Man braucht auch nicht besonders viel dafür und es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und ja, man hat dann halt einfach schöne Stifte und nicht sowas Olles wie hier. Ja, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Am Ende vom Video, da zeige ich euch dann auch noch ein paar andere Bleistifte und Kugelschreiber, die ich verziert habe. Und dann legen wir auch direkt schon los. Wir starten jetzt hier mit diesem Bleistift und ich habe mir jetzt schon zwei Washi-Tapes rausgesucht, die ich dafür gern benutzen möchte. Man kann auch alternativ jedes andere Tape benutzen, ob Stofftape oder Dekotape oder Glitzertape oder was weiß ich. Da könnt ihr wirklich benutzen, was ihr wollt. Ich gucke immer, der Stift ist ja relativ dunkel, so von der Grundfarbe, dass ich dann nicht zu helle Washi-Tapes benutze, weil sonst muss man die so oft da rumwickeln oder den Stift vorher grundieren oder so. Wenn ihr natürlich einen holzfarbenen Stift habt oder einen weißen Stift, dann geht das natürlich einfacher. Also dann könnt ihr auch helle Washi-Tapes nehmen. Was ich dann auch noch ganz gern benutze, ist dieses doppelseitige Klebetape. Ja, einfach um halt sicher zu gehen, dass das Washi-Tape da auch richtig gut dran haftet. Also ich drücke mir das hier ran und ziehe dann die erste Schicht hier ab. Ihr könnt natürlich auch anderen Kleber benutzen oder nehmt halt nur das Washi-Tape, wie ihr wollt. Aber es soll natürlich auch schön halten. Ich lasse jetzt hier oben dieses HB auch einfach stehen. Ich finde es ganz gut, wenn man auch erkennen kann, was für eine Härtegrad dieser Stift hat. Und jetzt seht ihr auch schon, bei dem hellen muss man ein bisschen öfter rumwickeln. Ja, und so sieht jetzt unser Bleistift aus. Finde ich eigentlich echt hübsch. Jetzt haben wir halt so dieses Washi-Tape, was sich immer abwechselt. Einmal mit den Kirschblüten und einmal mit so einem rosanen Muster hier. Weiß ich nicht, sieht auch irgendwie aus wie Blumen, finde ich. Und ich habe den unteren Streifen so ein bisschen gekürzt, weil ich habe natürlich keinen neuen Bleistift genommen, sondern einen alten von mir. Ihr könnt natürlich auch einen neuen Bleistift nehmen. Ja, und jetzt kann man ihn natürlich so lassen, wenn man möchte. Aber man kann ihn natürlich noch so ein bisschen kitschiger machen. Und zwar brauchen wir dafür so eine kleine Schrauböse. Und dann nehme ich mir hier noch so eine Zange zu Hilfe. Als erstes bohre ich aber mal hier so ein kleines Loch vor. Da müsst ihr mal gucken, wo ihr das reinbohrt, ob ihr das weiter oben reinbohrt oder ein bisschen weiter unten. Ja, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Ich halte die da einfach ran und drücke die dann und drehe dabei so ein bisschen, damit da so ein kleines Loch entsteht. Und wenn ich merke, dass sie so ein bisschen feststeckt, nehme ich meine Zange zu Hilfe und drehe die dann einfach dort in den Stift hinein. Da muss man auch so ein kleines bisschen drücken und ein bisschen aufpassen, dass man es nicht schief reindreht, sondern relativ gerade. Jetzt hat unser Stift da oben so eine kleine Öse dran und die hält auch ganz gut. Und ja, jetzt schaue ich mal hier so in meiner Perlenbox und suche mir einfach so ein paar Perlen aus, die ich dann daran hänge. Ich habe mir jetzt da ein paar Perlen ausgesucht und die fädel ich dann einfach auf so ein Eyepin drauf. Und das Ende, da mache ich mir dann einfach noch so eine Öse. So sollte das jetzt ungefähr aussehen. Und dann brauchen wir natürlich noch zwei Biegeringe, um das an der Öse zu befestigen. Und dann habe ich mir auch noch einen Charme rausgesucht, hier so einen schönen Schlüssel. Und dann haben wir jetzt hier das Gebamsel am Stift befestigt. So sieht der jetzt aus. Ich finde das wirklich sehr, sehr hübsch. Also man kann halt super damit schreiben und hinten bamselt das dann da halt so rum. Und ja, gleich ist der Stift viel, viel schöner geworden. Als nächstes wollte ich euch ja die Kugelschreiber noch zeigen, wie ich die verschönere. Eigentlich ist es im Prinzip genau die gleiche Technik wie bei dem Stift hier.
Ja, aber ihr könnt ja trotzdem einfach nochmal zugucken. Ich mache das dann einfach im Schnelldurchlauf und zeige euch am Ende dann, wie er gewonnen ist. Und natürlich dann auch noch die ganzen anderen Stifte, die ich so gemacht habe. Ich habe mir jetzt dazu diese beiden Tapes rausgesucht. Das eine ist ein Deko-Tape, das andere ist ein Washi-Tape. Schon fertig. Ich habe euch das natürlich absichtlich im Schnelldurchlauf gezeigt, weil ich denke, man Tape um einen Stift wickeln kann eigentlich so ziemlich jeder. Bei dem Ding hier oben müsst ihr ein bisschen aufpassen. Bei manchen Stiften lässt sich das so drehen. Das ist natürlich praktisch, dann ist es ganz leicht. Bei dem hier ging das jetzt nicht. Das ist hier so ziemlich fest dran. Und da muss man so ein bisschen fusseln und fummeln, dass man das da ordentlich drunter bekommt. Aber ich denke mal, das schafft ihr schon. Und ja, das war im Prinzip ganz, ganz schnell gemacht, ganz einfach und schon hat man seinen eigenen Kawaii-Kugelschreiber und muss gar nicht viel Geld dafür ausgeben. Und auch die Bleistifte sind natürlich sehr, sehr schnell und einfach gemacht und finde ich, sehen einfach echt hübsch aus. Und dann habe ich euch ja versprochen, dass ich euch noch die anderen Stifte zeige, die ich verziert habe. Da habe ich hier zum Beispiel einen mit Totoro gemacht. Da habe ich das Totoro Washi Tape aus unserem Shop benutzt. Ich werde euch das einfach mal in der Infobox verlinken, dann könnt ihr selber mal gucken. Kann natürlich sein, dass es dann zwischenzeitlich auch ausverkauft ist. Wir gucken natürlich immer, dass wir es zeitnah nachbestellen. Aber die Lieferungen dauern natürlich ein paar Wochen und zur Not schreibt ihr uns einfach mal auf unserer Facebook-Seite vom Shop an und fragt dann einfach nach. Als zweites Tape habe ich dann hier so ein Glitzer-Tape benutzt. Ich mag die mega, mega gerne. Ich habe nicht so viele Farben davon. Ich habe, glaube ich, nur 4 oder 5 Farben davon. Aber ich finde die echt wunderschön und es gibt einen schönen Kontrast zu dem Washi-Tape. Und oben habe ich dann einfach noch so eine Paillette draufgeklebt, das ist so ein Paillettenblümchen und eine Halbperle. Dann habe ich den hier gemacht, da habe ich das Washi-Tape hier so längs draufgeklebt, also in ganz langen Streifen. Und dann habe ich da noch solche lustigen Wackelaugen draufgeklebt und so ein bisschen Glitzerstein-Gedöns. Und den hier habe ich jetzt nur mit Deko-Tape gemacht. Das ist quasi dieses bedruckte Tesafilm. Das findet ihr auch überall in allen möglichen Läden, bei Teddy, bei Kick und so weiter. Und bei dem habe ich jetzt hier so eins mit so süßen Schweinchen benutzt. Ich glaube, das habe ich mal aus China gekauft oder so. Da gibt es die ja auch zu kaufen. Und das nennt sich jetzt hier Mono Kuro. Also ich glaube, Kuro ist ja eigentlich dieses schwarze Schweinchen. Das ist ja so eine Figur aus Japan. Und Monokuro wird wahrscheinlich sein, weil hier schwarz und weiß dabei ist. Ja, und dann habe ich hier jede Menge Bleistifte verschönert, wie man sehen kann. Das macht mir wirklich mega Spaß. Ich kann euch ja gerade mal hier so 3 auf einmal am besten zeigen. Dauert es nicht so lang. Die habe ich jetzt schon so gekauft, beziehungsweise ich glaube, den mit den Blumen habe ich mal geschenkt bekommen. Den mit den Schmetterlingen gab es mal bei Teddy und diesen hier vorne, den gab es auch mal beim Teddy. Und da habe ich dann halt einfach so ein Gebamsel mit Charms dran gehangen. Da ist hier so eine Schmetterlingsperle dran mit ein paar Perlen. Dann ist hier so ein Bärchen mit so einer Blume dran. Und bei dem anderen ist hier so ein Schlüsselcharm dran. Dann habe ich hier noch so einen süßen mit Fuchsis. Den habe ich, glaube ich, auch mal geschenkt bekommen. Und da habe ich jetzt auch einfach so ein paar Perlen dran gehangen und so einen Fuchscharm und ein Glöckchen. Also ich habe das hier unten dann quasi nochmal zweigeteilt. Da ist jetzt ein bisschen mehr gebamselt sozusagen dran. Und das bimmelt auch sehr, sehr schön. Dann haben wir hier diesen kleinen Bleistift. Das war auch so ein ganz, ganz oller. Also der sah wirklich schrecklich aus. Und da ist so ein Sternchencharm mit ein paar Perlen dran. Hier ist auch noch einer im Totoro-Stil. Einfach mit so gepunktetem Washi-Tape und natürlich Totoro-Washi-Tape. Und da ist jetzt so ein Acrylblatt-Charm-Dings dran. Ein paar Perlchen und auch so ein Glöckchen.
Und dann habe ich noch den hier, der glitzert wieder total. Ja, der ist ziemlich kitschig, aber sowas muss halt auch mal sein. Da habe ich so breites Glitzertape benutzt. Das gab es auch mal beim Teddy, glaube ich. Da ist dann auch so ein bisschen Gebamsel dran. Übrigens ist es Wurst, ob ihr diese Haken in dieses Metallteil da oben reinbohrt, also ist ja diese Halterung für den Radiergummi, oder ob ihr das einfach in das Holz vom Bleistift bohrt. Also es hält beides, es lässt sich auch beides super gut reindrehen. Wie gesagt, ihr müsst vielleicht ein bisschen Druck aufwenden und am besten erstmal mit den Fingern vorbohren und dann halt später mit einer Zange festziehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch Lust bekommen, das nachzumachen und selbst auszuprobieren. Wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Das macht super viel Spaß und man hat dann auch endlich mal irgendwie einen Verwendungszweck für seine ganzen Deko-Tapes und Washi-Tapes. Und ihr habt dann halt einen super schönen Bleistift oder Kugelschreiber, je nachdem, was ihr so verziert. Und wer es jetzt geschafft hat, bis zum Ende am Video dran zu bleiben, der hat jetzt die Chance, einen von diesen vier Bleistiften zu gewinnen. Ihr könnt euch natürlich auch gern einen von den anderen aussuchen, außer den mit den Füchsen, den würde ich ganz gern selbst behalten, den habe ich ja auch mal geschenkt bekommen. Aber ich wollte euch jetzt ungern einen angefangenen Bleistift schicken. Wer unbedingt möchte, kann natürlich auch von denen einen auswählen, ansonsten stelle ich euch hier einen von den vier zur Auswahl. Dazu schreibt ihr mir dann einfach einen Kommentar mit, ich war bis zum Ende dabei oder ich habe das Video ganz geguckt oder was weiß ich, irgendwie sowas, dass ich halt weiß, okay, ihr macht halt mit und habt das Video halt wirklich bis zum Ende geschaut. Und dann schreibt ihr mir natürlich noch, welchen Bleistift ihr am schönsten findet, dass ich dann auch weiß, welchen ich euch zuschicken soll. Ich würde sagen, ich schau mal, wie viel mitmachen. Ich wollte eigentlich nur einen verlosen, aber wenn ganz viele Kommentare kommen, dann verlose ich vielleicht auch zwei. Und ich werde wahrscheinlich auch ein paar Kleinigkeiten als Extras noch beipacken. Nichts Großartiges, also wirklich nur Kleinigkeiten. Das ist jetzt einfach eine kleine Mini-Verlosung, ganz spontan an euch. Das Ganze läuft jetzt bis 24.06., also genau eine Woche. Ich denke mal, am 25. werde ich dann den Gewinner oder die Gewinner auslosen, je nachdem. Ich würde mal sagen, wenn jetzt so mehr als 10 Kommentare, die halt fürs Gewinnspiel, Mini-Gewinnspiel gelten, mitmachen, dann werde ich wahrscheinlich zwei Gewinner aussuchen. Und wenn jetzt weniger sind, dann wird es wahrscheinlich nur einen geben. Und um teilzunehmen, solltet ihr auf jeden Fall 18 Jahre alt sein. Wenn ihr jünger seid, dann auf jeden Fall eine Einverständniserklärung eurer Eltern. Die brauche ich dann in schriftlicher Form. Das kann man natürlich alles im Nachhinein dann noch abklären. Aber nur, dass ich es einfach schon mal gesagt habe, weil das ist natürlich mit dem Adresse rausgeben immer so eine Sache, wenn ihr jünger als 18 Jahre alt seid. Und das ist auch nicht von YouTube gesponsert, das ist mein Gewinnspiel. Das sollte, denke ich mal, auch jedem klar sein. Aber ja, das sind so die obligatorischen Sachen, die man halt immer erwähnen sollte, wenn man ein Gewinnspiel macht, damit alles seine Richtigkeit hat. Und ja, jetzt hat das Video auch endlich ein Ende gefunden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!